We are the future. We are the future. Willkommen zu einer neuen Video-Review auf starblight.de. Nicht wundern, dass ich hier meine Finger zwischenhalte, aber die gute Dame hier hat nämlich leichte Probleme, von alleine zu stehen auf diesem weichen Stoffboden. Alles halb so tragisch. Ja, wie ihr seht, das ist Ahsoka Tano. Sieht vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewöhnlich aus. Das hat den Grund, dass es Ahsoka Tano aus der Star Wars Vintage Collection, einer der letzten Figuren, die erschienen ist. Ich glaube, vorletzte Welle oder sowas. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und die in der Vintage Collection erschienenen Clone Wars Figuren, die haben alle so diesen realistischen Stil adaptiert, der halt ja vom normalen Star Wars geprägt ist natürlich. Und ja, es gab schon Clone Wars, wie heißt jetzt, Anakin Skywalker, Clone Wars Obi-Wan Kenobi in seiner Rüstung. Und natürlich darf da auch die gute Ahsoka nicht fehlen. Hier sehen wir die gute dann als recht realistisch aussehende erwachsene Frau. Jetzt muss ich doch nochmal spinksen, ich kann es mir einfach nicht merken. Ahsoka Tano gehört zur Rasse der Tok'ruta. Merkmal der Tok'ruta sind Leku, also hier diese runterhängenden Zotteln. Und Montrals, ich vermute, das sind hier oben diese Zacken. Und sie hat auch leichte Gesichtstätowierungen. Übrigens ein sehr gut gemachtes Gesicht. Erinnert mich persönlich zwar jetzt nicht unbedingt an Ahsoka, es könnte jetzt von den Klamotten abgesehen eine x-beliebige Tok'ruta sein. Aber das ist natürlich, liegt halt einfach daran, dass man ein Charakter, der für eine animierte Serie geschaffen wurde, versucht realistisch rüberzubringen. Nichtsdestotrotz eine gute Arbeit. Und hat auch einen sehr femininen Körper. Hat glücklicherweise keinen übergroßen Vorbau. Das finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen unrealistisch. Und hat auch ihre Klamotte an, die sie auch in der Serie hat, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe Clone Wars leider immer noch nicht weitergeguckt. Und ja, sie hat ihren Waffengürtel, sage ich mal, an dem ihre Lichtschwerter hängen können. Die kann man auch entfernen. Kann man ja. Wenn man nicht gerade diesen Vorführeffekt herbeibeschworen hat. Okay, einigen wir uns darauf, dass man die abnehmen kann. Glaubt mir einfach, es ist so. Hier hat man auch wieder diesen Materialmix verwendet. Man hat für den Rock echten Stoff genommen. Wirkt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen out of place, einfach weil der Rest des Kleides halt modelliertes Plastik ist. Es gibt manche, die mögen das, viele, die mögen es nicht, wie dem auch sei. Die Stiefel sind hübsch designt, wirklich sehr detailliert und sogar die Schnallen sind golden bemalt. Und das Gesicht ist, wie gesagt, wirklich echt gut geworden. Die Hautfarbe an sich finde ich auch soweit stimmig. Und auch der Kopf fernab vom Gesicht, also halt auch die Leku sind sehr gut bemalt. Allerdings, was ich ein bisschen schade finde, so gut die Figur bemalt ist, umso schlimmer finde ich es dann, dass hier die Kniekehlen nicht passend zur Hose eingefärbt wurden. Weil das ist wirklich, wenn man die Figur von hinten sieht, ein absolutes No-Go will ich nicht sagen, aber es fällt schon negativ auf. Also von vorne sieht man es natürlich nicht, aber von hinten ist es echt nicht schön. Ja, Ahsoka ist bewaffnet. Sie hat zwei Lichtschwerter mit grüner Klinge. Ein normal langes Lichtschwert und ein kürzeres. Ich habe den Fachbegriff dafür vergessen, aber Yoda benutzt auch ein kürzeres. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen kleineren Griff haben und auch eine etwas kürzere Klinge. Im direkten Vergleich sehen wir das. Ich halte es mal so, ich glaube, dann geht es besser.
Ihr seht, das ist weitaus kürzer. Laut Jedipedia, übrigens eine sehr empfehlenswerte Seite zu Star Wars. Also wirklich ein sehr schönes Wiki mit sehr vielen Informationen und Hintergrundinfos. Ja, und ihr seht, das ist halt ein bisschen kürzer. Es ist halt für Nahkampf besser, wenn man vor allem mit zwei Schwertern kämpft, habe ich diesem Wiki entnommen. Und die Schwerter kann ja entweder halt so in die Hände drücken oder natürlich auch, um es der Serie entsprechend zu machen, Ahsoka hat da ja ihren eigenen Kampfstil, indem sie die Schwerter andersherum hält, sprich mit der Klinge nach unten. Und so kann sie natürlich auch kämpfen. Piu, 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 piu. So, die Figur ist super beweglich. Die Hände sind mit den Armschienen drehbar. Ellenbogen ist beugbar. Arm ist natürlich super beweglich. Kopf sitzt auf. Ist ein Kugelgelenk. Ist aber halt durch die Frisur so ein bisschen eingeschränkt. Hier an der Taille drehbar. Beine sind natürlich sehr beweglich. Einfacher Kniepunkt. Und Füße sind natürlich auch ein bisschen beweglich. Sind aber durch die Machart der Stiefel so ein bisschen eingeschränkt, aber nichts Tragisches. Hier dieses Wams ist aus weichem Plastik, gummiartig. Aber die Schwerter sehen auch relativ detailliert aus. Also von der Detaillierung her wirklich eine sehr schöne Figur, auch von der Bemalung her. Nur eben die Kniekehlen, die stören mich wirklich sehr. Aber wenn man die Figur nur von vorne sieht, ist es nicht so tragisch. So, dann Figurenvergleiche. Ja, wie gesagt, es hat ein paar Probleme hier auf dem weichen Boden zu stehen. Ich versuche es mal anders. Vielleicht geht's jetzt. Damit ich euch hier mal einen gescheiten... Ah, und schon steht sie. Als hätte sie nie was anderes getan. Na klasse. Werde ich mir merken, danke. So, als Vergleich habe ich hier jetzt ihre Serienkollegin Barriss Offee. Barriss auch aus der Vintage Collection. Dann habe ich hier noch Ayla Secura. Und irgendwo habe ich auch noch Anakin. Ihren. Ach, da habe ich jetzt einen Kram draufgelegt. Klasse. Ihren Mentor in Clone Wars, Anakin Skywalker, beziehungsweise hier guckt er schon so ein bisschen böse aus der Wäsche. Das liegt daran, dass er hier schon Darth Vader ist, der dunklen Seite verfallen ist. Aber an sich größentechnisch natürlich perfekt in die Reihe integriert und optisch auch hervorragend. Und ich denke, ich werde mir doch mal Clone Wars weiter ansehen, um halt überhaupt einen Peil zu haben, wer diese Frau eigentlich ist. Und ansonsten sei gesagt, ach Moment, da geht noch was, bevor ich euch hier jetzt schon wieder entlasse, gucken wir uns noch kurz die Verpackung an. Die ist nämlich auch erwähnenswert, nämlich ein verdammt tolles Artwork. Da sieht man auch so ein bisschen, wie Ahsoka mit dieser Waffenhaltung überhaupt kämpfen kann. Also es ist wirklich ein sehr schönes Artwork. Und ja, Rückseite ist Rückseite halt. Achso, hier sieht man noch Obi-Wan Kenobi als Clone Wars Figur, also im Clone Wars Stil, aber als realistisch dargestellt. Hier sehen wir auch nochmal Ahsoka. Da. Und noch ein paar andere Figuren der Vintage Collection. Hier sehen wir Anakin auch als Clone Wars Version in realistisch gehalten. Ja. An sich, wie gesagt, eine sehr empfehlenswerte Figur, aber da hätte man hier echt noch nachbessern können. So viel zu Ahsoka Tano und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann!